Willkommen zurück, ihr Feinies, für eine weitere Session hier in Hell Worldies. Ich habe natürlich, wie immer, ein bisschen noch nebenher gezockt. Ich dachte mir so, ey, so viele Leute sind am Stream, so viele Leute sind am Leveln und machen und tun. Wir können nicht irgendwie auf Level 14 oder was wir waren sitzen bleiben. Und dann den ganzen Crime miterleben. Da dachte ich mir abends irgendwann so, komm, ich zock ein bisschen. Sortier mal die Kisten, habe ich außerdem ein bisschen gemacht. Habe hier eine kleine hingemacht fürs Holz und für die Steinis. Da ist dann so viel Shit schon mal drin. By the way, haben wir hier 650 Holz und Steine. Also wenn wir bauen wollten, wir haben genug Zeug. Und dann bin ich rumgelaufen und habe einfach nur Viecher getötet, en masse. Und mitbekommen, ja, wenn man ein paar einfach nur sammelt, also ein paar Lambals gefangen, dann irgendwie ein paar kleine Mini-Dinger gefangen, bekommt man sehr viel EP und habe gemeint, komm, ich level ein bisschen voraus. Ja, da bin ich mitten im See auf einen Boss gestoßen. Den haben wir hier. Und den habe ich mir natürlich gefischt. Ich bin viermal drauf gestorben, wie ihr. Aber dann habe ich sie gefangen. Also easy. Sie kann Level 3 super groß sprenkeln, wie ihr seht. Die bedeckt halt gleich 80.000 Felder. Auf jeden Fall, oben rechts seht ihr es, Mr. Keystore hat ein Magengeschwür. Vor lauter Stress und Depressionen und sonst wie. Und eigentlich dachte ich mir, ja, das muss man ja behandeln. Aber dann dachte ich mir, irgendwie ist, passt es ja auch, ne, wenn Kisi ein Magengeschwür hat. Also ich will es natürlich nicht im Real Life, ich verstehe, was ich meine. Aber irgendwie dachte ich mir so, keine Ahnung, es passt. Wir lassen es. Wir lassen ihm das Magengeschwür. That's Kisi. Und dann habe ich nicht wirklich was in den Technologiebäumen irgendwie umgeändert. Deswegen, ich habe die ganzen Skills, wir haben jetzt 38 Punkte. Ne? Und wir sind damals, glaube ich, hier bei Level 12 haben wir geendet. Oder 13, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 13. Das heißt 14, 15, 16, 17 und 18 noch nichts extra gelernt. Außer hier eine hitzeresistente Fellrüstung und Efeu-Set habe ich gelernt. Weil Efeu habe ich überall da ein bisschen hingebatscht. Ich dachte mir, komm, ich richte ein bisschen hier die Bude ein. Und habe auch schon die hitzeresistente Rüstung, by the way, an. Weil mir meine Frostrüstung die ganze Zeit kaputt gegangen ist und ich hatte keine Frostdrüse. Ja? Feuerdrüse im Gegenteil haben wir aber die ganze Zeit. Das heißt, ich mache die wieder richtig. Den können wir auch gleich reparieren. Spitzhacke reparieren. So. Dann lagert gerade noch ganz kurz mal Zeugi ein. Lass mich gerade mal schauen. Wo habe ich das alles hin? Stoff war hier. Die seltene Drachenkugel habe ich gerade zum ersten Mal bekommen, wo wir das Riesenvieh halt geholt haben hier. Ich habe heute frei. Ja, Thomas. Wir streamen außerdem zu heutigen ganz komischen Zeiten. Hier habe ich ein bisschen Zeug, sortiere die ganzen Drüsen rein, das seltene Zeug. Ich habe das mal einfach verkaufen, ne? Ja. Drüse dahin. Muni habe ich da drüben hin. Und Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Das Öl. Warte mal. Soll ich das Öl darüber tun? Vielleicht. Das sind ja so Verkaufssachen. Warte mal, ich mach das Öl mal mit dahin. Und das Ding. Ah, da liegt das andere Öl. Okay. Tue ich das dahin. So. Willst du den Tutorial-Boss machen für die Aufnahme? Ja, klar. Ja, ja, klar. Hallo, Utsda. So. Was habe ich noch bekommen? Ich habe irgendwo einen Baum gefunden. An dem Baum hingen Früchte. Mit den Früchten können wir den Perls Fähigkeiten beibringen. Nämlich Aru. Hat einen neuen Spell von mir bekommen. Der hat auch an sich durchs Level einen neuen bekommen. Komm her. Nämlich so eine Steinschleuder. Da schießt dann irgendwie so im Streuradius sau viele kleine Steine, aber es war nicht so geil. Und was er jetzt von mir bekommen hat, ist ultra strong. Nämlich das hier. Macht Asi-Damage. Und wir haben natürlich unseren Powerschuss noch mit drin. Easy. So. Was haben wir noch einen? Absteigen. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Erstere, was ich glaube ich machen wollte, wäre jetzt noch ein bisschen leveln. Beziehungsweise jetzt, wo ihr da seid, könnte ich auch rechtzeitig die aktuelle Mission in Pauls Sphärenbank machen. Und ich habe extra das Ei nicht rausgenommen. Das gefrorene Jumbo-Ei, wo wir reingemacht haben. Wollte ich natürlich mit euch rausholen. Ich schlafe erst. Dann holen wir es raus. Ich glaube, ich will so Level 20 plus sein, bevor wir zum Tutorial-Boss gehen. So. Oh, braucht aber lang zu brüten. Holt's raus!
Sweet and Sweeper. Ein Sweeper. Hallo Mavi. Hallo, hallo. So, jetzt kann ich erstmal mit euch zusammen ein bisschen Technologie rausballern. Und zwar, wir wollen ja ganz klar Metallspeisermobile, nee, wir wollen erstmal hier Megas fernen. Dann die Pauls Fährenwerkbank, damit wir unser Ding weiterentwickeln. Wir wollen den Nightwing-Sattel, natürlich, dass wir fliegen können endlich. Was macht denn die Mühle? Weizen. Okay, wir hören jetzt nämlich Weizenfelder und Weizen-Dingsi-Bumsi. Okay, ein Brot nämlich zu machen. Wir haben hier einen Schaukäfig. Aufsichtskanzlei. Machen wir auch irgendwann mal. Warte mal, ich guck gerade mal, was haben wir noch? Kochtopf. Dabei lässt sich eine größere Vielfalt an Zutaten verarbeiten. Das Kochen ist kinderleicht. Okay. Megagleiter. Ein industriell gefertigtes Produkt mit passabler Fluggeschwindigkeit. Okay, machen wir Megagleiter. Geil. Oh, Steinbauset. Nice. Eiskühler. Teppichset. Kaminset. Okay, der Rest ist so ein bisschen. Ja, Kochtopf natürlich kann man machen. Eisentruhen. Machen wir auch mit rein. Wir haben noch 22 Punkte. Dann ist die Frage, was mir gerade einfällt, wo ich die Armbrüste sehe. Wir hatten. Ja, Armbrust, Baubalan 2. Nämlich für eine seltene Armbrust. Ich denke mal, dass die besser ist als die reguläre. Erstmal hier den Megakleiter. Ah, wir brauchen jemanden. Warte. Julia! Komm her! Helf mal. Okay. Also, ein bisschen was haben wir, wie gesagt, extra gemacht. Und jetzt geht's erstmal ins Leveln und dann gehen wir nämlich nach und nach Bosse erledigen und halt klar die neuesten, größeren Gebiete und so weiter erkunden. Da habe ich mir richtig Bock drauf. Da haben wir endlich unsere Hitzerüstung, dass wir nämlich Richtung Vulkangebiet und sowas gehen können, wo Level 30er und sowas sind. Und werden jetzt aber erstmal so Level 20er und so weiter versuchen zu fangen, zu töten, um Level zu kriegen und mal schnell ein bisschen hier hoch zu pushen. Und überhaupt halt neue Sachen hier zu kriegen. So. Guck mal, Pengu, was macht er denn? Ah, kühlt. Jula kühlt, was? Ey, wo gehst du jetzt hin? Ah, die erntet jetzt was? Komm her. Du sollst hier helfen. Nicht weggehen. Doppel Julia. Was kühlt sie denn? Ja. So. Thanks von Omega-Kleiter. Was ist jetzt mit der Arm? Hier. Die ist nämlich selten, aber wir brauchen 15 Nägel und 30 Metallbarren. Und ein antikes Bauteil, also doch nicht nur zum Verkaufen. Ach, interesting. Okay, warte mal. Ach, den Kühlschrank stimmt. Kühlt sie. Ah, bei der Kühlung. Stimmt, da haben wir ein paar Eier rein. Guck mal hier. Immer die Bilder mit. Wir könnten auch nebenher, by the way, mach mal jemand 50 Dinger. Wie viel haben wir denn? 31. Oh, ja doch, reicht ja. Ja, Azox muss kommen. Der kann ja sehr gut. Let's go. Do it. Jawoll. Jetzt mache ich den Megakleiter rein, right? Hier. Bauplan brauchen wir hier, die Sphären, eine Gigasphäre lass mal auf jeden Fall mit dabei. 12.000 Manetas. Falls wir nämlich irgendwie den Big One finden. Außerdem 12.600 Münzen. Ich habe, wo ich rumgelaufen bin, habe ein bisschen was getötet, habe ich eine Sache entdeckt. Hier, wo der Stern ist. Da ist eine Höhle, wenn man runtergeht, ist ein zwielichtiger Händler drin, der seltene Pauls verkauft. Ein paar oder circa von 5. 4 Stück sind relativ easy. Einer war aber für 20.000 Münzen drin. Den ich noch nie gesehen habe. Ja, habe ich dementsprechend noch nicht gekauft. Wollte ich euch den vorhin halten. Was soll ich jetzt machen? Ich wollte den Gleiter wegbringen. In der Zeit, wo die Barren abgehen. So, hier zurück. Hier ist unser Werkzeugbänkchen. Pfeile haben wir eigentlich genug. Der Boy macht. Dann könnten wir ja eigentlich erstmal noch ganz kurz leveln gehen. Glaube ich.
Nee, die Paulsfernwerkbank, warte mal. Die ballern wir noch. Wo ist die denn? Hab ich dich gerade gelernt? Ausrüstung hoch. Hä? Ah, hier. Oh, was fehlt uns? Ein Nägel. Oh, shit. Kriegen wir den Nägel? Hier. So. Let's go. Mama Julia kann mithelfen. Na, nee, hallo. Hey. Jetzt hier. Jetzt geht's am Ende nämlich ein bisschen arg ans Grinden. Zeug holen. Eisen farmen. Nägel machen. Rüstung bauen. Bessere Waffen machen. Die Pauls auf jeden Fall leveln. Ach, einen Sattel muss ich auch noch machen. Hier. Da waren wir auch mit. Oh, auch nochmal Metallbarren. Haben wir was zu tun. Müssen wir nicht die richtigen Pauls schon mal mitnehmen, gleich. Besonders. Weißt du, was hilft beim normalen Pokémon gegen Blitz? Weil der Boss im Turm, der ist ja Blitz. Oder wie auch immer man es nennt. Gewitter. Strom. Wenn ich mich überlegen, wir haben hier jetzt Feuer und Schatten. Das war Wasser und Drache. Wir haben Aru als Erde dabei. Boden. Ich glaube, das ist Boden, ne? Oder Erde, whatever. Julia hat Schatten. Das heißt, Pyrenocken. Ach, wir haben aus. Guck mal, was wir noch haben. Ganz vergessen. Ich beschwöre Gigabali. Der ist mir zufällig entgegengekommen. Das Giga-Bali. Bali rennt hier irgendwo so rum. Da hinten. Bali weitet wieder natürlich. Giga-Bali. Aber Giga-Bali tun wir raus. Und ersetzen ihn. Wir brauchen sowieso den Nightwing. Und wir sortieren mal nach. Level. Haben wir gescheit Nightwing? Geld klar. Ne, hier. So viel Fell, ja. Hat im Dungeon so einen großen Depresso. Auch geil. Mega Keystone. Also müssen wir auf jeden Fall die Pearls mitnehmen, damit die gut leveln. Dann sind die ja eigentlich schon mal gut, die wir haben, ne? Ja, ist halt. Keiner mit Blitz oder so dabei. Ich hätte mich gerne einen auf Blitz hochgelevelt noch. Wannwürm, wann kann ich den reiten? Ah, hier. Level 21, okay. Oh, Doppelhorn hat Metallbarren produziert, nice. Gangrel, dankeschön für dein Follow, herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Ich hoffe, es geht gut. Mann, erstmal den Sattel. Oh Gott, dauert es lang. Wenn du normale Pulse-Fan brauchst, setze ein Winxie in deine Farm. Winxie kenne ich noch gar nicht, Ultima. Was wollte ich denn noch machen, eben mit den Barren? Ach, die Armbrust. Yep. Also 11 Stück brauchen wir noch. Und Nägel. Brauchen wir noch mehr Nägel. Ich mach mal 20 Nägel, dann müssen wir erstmal Erz farmen. Hallo Gangrel. Oder haben wir den schon, Wixi? Den Fuchs? Den Fox Park? Hab ich den schon? Ich habe nämlich auch ein paar Dinger verkauft, by the way. Remis. Fuddler. Ich glaube, ich hab den noch nicht, ne? Die mega vielen Lambals und so, die ich nämlich gefarmt habe, die habe ich bei dem komischen zwielichtigen Händler verkauft. Ich glaube, ich hab den noch nicht. Gehen wir jetzt erstmal ganz kurz Herzfarmen. Machen die da machen. Hier. Ah, Armbrust, Sattel und Werkbank, ja. Ja. Ja, wie gesagt, ich habe heute Mittag einfach so Bock zu zocken. Ich will nicht bis morgen warten. Morgen außerdem wird es wieder regulär sein, aber auch gerne ein bisschen länger. Bis heute Abend habe ich halt was vor. Ja, ich meinte, scheiß drauf. Wir zocken einfach heute Mittag. Scheiß drauf. Perlbold ist nur einmal im Jahr.
Kannst ruhig mithelfen. Ich hätte gerne irgendeinen geilen, der in Bärbau voll strong ist, so Level 3 oder so, der uns gerade mithilft. Na, gleich sind wir voll. So, komm her. Morgen Abend auf jeden Fall auch. Voll im. Uch, sorry. Sorry, Grimis. Oh, jetzt habe ich. Oh, jetzt bin ich überladen, weil ich was gelootet habe. Hallo, ich will hier nur absteigen. Mein Keim ist so voll, dass ich rauskomme. Mal auf. Erz hier rein. Wachen rein. Das hier rein. Das hier, das hier, das hier. Das hier rein. So. Noch mehr, bitte. Max. To the max. Kann da mal jemand weiterarbeiten? Ist ja unerhört. Warum arbeitet hier keiner? Die besprenkeln dann alle hier alles ab. Warte mal. Muss ich wieder Erz holen. Wir holen nochmal eine Ladung. Spiegelei. Die mampfen aber auch so viel, ne? Aru, we need you. Komm her. Komm her. Dann kommt ein Gießer zu. Ich glaube nicht, dass das mitnehmen wird, den Hype. Da drüben ist noch Erzi. Ich glaub's nicht. Zumindest hat er sich dazu geäußert, ob er irgendwie noch mitzocken will. Ja, schade auf jeden Fall. But it is, what it is. Wie gesagt, dann kommt er noch Enshrouded. Kommt jetzt. Mal gucken, wie das abgehen wird. Kiescher faulenzt. Jo. Was meint ihr, sollen wir Kiesi heilen oder sollen wir lassen? Mit Magenschwür. Bleibt er so oder? Was ist das Thema? Ja. Ist halt, ja, stimmt, ja, ja. Nice. So, gleich wieder voll, dann haben wir aber wieder genug Erz. Gehen wir 40 drauf. Oh, geübt. Komm her. Und wieder rüber. Ja, soll reichen. Yep. Was denn hier los? Würde gerade auch wieder Pokémon töten. Das geht dann, Ruhe. Dankeschön, Diggi, für die 30 Monate. Ich hoffe, es geht Booty. Zockst du es auch, Tanro? Hello, hello. Au, nein. Ich würde unser Gebäude kaputt machen. Absteigen. Thanks. So. Und alles rein. Alles hier rein. So, jetzt wollte ich die, mal die Sphärenbank mal zuerst. Ach, shit, die passt hier nicht rein. Shit. Wäre schon passend hier, ne? Hier? Okay. Kommen alle vorbei. Ihr müsst helfen. Los! Arbeiten, komm! Ich hab's überlegt, war letzte Woche im Schwarzwald unerinnert. Können die ja. Wie gesagt, kann ich nur empfehlen, Digi. Starkes Grundstück, ja. Jetzt, wo wir noch Steine machen können, by the way, wird's natürlich noch geiler. Also Steinbauten. Bin sehr gespannt, das irgendwann nochmal ein bisschen auszubauen. Das werde ich dann vielleicht nochmal im Offstream machen, wo ich teilweise Zeug abreiße, irgendwie noch größer mache und das ein bisschen verfeiner. Was kostet denn das? Ein Metallbarren, Palladium, okay. Drei Holzstein, Stein, hier fünf Holzstein. Okay, also Eisenbarren noch dazu und zwei Holzstein. Alright. Gib mir die Dinger her. So, jetzt wollen wir die gute Armbrust machen. An Nägel finden. Machen wir die Nägel. Auf. Julius, langsam, ne? Warte mal. Julia, let's go. Haben wir jemanden, der Handwerk Stufe 2 oder so ist? No way, oder? Guck mal, Tombard kann bauen. Ja, nicht nur verprügeln, Tanro, man kann dir auch zum Arbeiten schicken. Alles klar, Panda. Viel Spaß noch beim Arbeiten. Hier, das bräuchte doch dann theoretisch. Handwerk, ne? Aber brauche ich ein Handwerk 2.
Hat aber niemand. Wer hat denn Handwerk 2? No one. Und Nägel dauern schon lang. Na komm. Aber wir können unsere Pallbergs verbessern, stimmt. Das machen wir auch schon mal. Oh, wir können jetzt zwei Lager machen. Baukochtopf, Weizenfeld und Mühle. Wen schieben wir jetzt noch mit rein? Transport 3. Würde ich den ersten Knecht Joe nennen. Hast du unseren Kisi schon gesehen? Über Holzfällen. Vielleicht nehmen wir... Wobei, Tombard bringt jetzt auch nichts mehr. Guck mal, ey hier. Was hat denn er alles? Stämmiger Wuchs? Digga, wie gut ist er denn? Eigener Angriff erhöht, Angriff 30, Verteidigung bis 20. Digga, wie strong ist er bitte? Arbeitstempo minus 50. Aber er ist ja assi strong. Der hat 40% Angriff. Und Verteidigung hoch. Okay, ich zeig dir mal unseren Kisi. Wo ist er denn? Hier. Kisi hat oben rechts, siehst du, ein Magengeschwür. Hier. Hat richtig Bock. Selten so viel gearbeitet. Nice. Ich weiß gar nicht, wie wir reinschieben. Kann bewässern. Vielleicht jemand für Feuer oder so? Haben wir nicht noch ein... Nehmen wir. Handwerk. Kann sehr viel. Lipmunk. Ich guck gerade nochmal durch. Floppy. Guter Läufer. Wild. Ja, aber Lambal ist halt so... Nee. Ja, ansonsten... Ich habe keine Ahnung, was wir reinballern. Saat brauchen wir nicht unbedingt. Hier, Relaxaurus ist riesig. Wir gönnen einfach wieder mit rein, damit die mitmacht. Ja, aber die kann halt nur Feuer. Hier, Bergbau vielleicht. Machen wir mal einen Tombard rein. Guck mal, da ist drei Sachen auf Stufe 2. Let's go. Will jemand, Tombard sein? Guck mal, wie der aussieht. Er ist aber da mal den. Wie crank ist er denn? Hätte ich ja gar nicht gewusst, dass wir den haben. Haben wir den gefangen? Hallo, Killer Cake. Hä, wie krass sieht er denn aus? Will jemand Tombard sein? Und das kam aus dem Ei. Aus dem Ei kam... Moment. Aus dem Ei kam... Hier. Ein Sui. Nee, Entschuldigung. Ein Sweeper. Sweeper nicht der Riesige. Ja. Ei... wen habe ich jetzt rausgeschoben? Vogel. Ja. Tanro, du bist jetzt einfach Tombard. Okay. Ach shit, ich muss den hier umbenennen. Warte mal. Hieß schon Faulenz schon wieder. So, Tanro. Easy. Giftschuss und Luftkanone. Braucht aber viel Essen, aber wir haben ja genug. Guck mal, Geestjaw, guck dir den mal an. So. Hey, nee, ich will nicht Bali nehmen, komm her. So. Den Sattel bitte. Digga, der braucht ja immer noch. Wie lange macht der denn da drum? Ich helfe. Wobei, nee, wir müssen ja Metallbarren die Armbrust machen. Craften. Bali, komm mal her. Jetzt ist schon wieder Julia, mach mal da.
Wie war eigentlich mein Kinobesuch? War der Film gut? Ja. So eine 6,5 bis 7 von 10 mit Beekeeper. Boah, Digga, der braucht aber auch saftig. Ich will jemanden im Handwerk mit Level 2 oder 3. Also wir machen jetzt noch die Armbrust, wir machen noch den Sattel. Und dann gehen wir los. Verschießt die Armbrust der normale Bolzen, also Pfeile. Man, dann wäre es ja easy, da haben wir ja auch schon genug. Ich hoffe, dass sie gut Damage macht. Die reguläre macht, glaube ich, schon viel. Aber eine seltene, hoffentlich noch mehr. Sollte ja so sein, oder? Welches Level bist du denn schon? Ultima oder du, Kevin? Wahrscheinlich schon weit über mir. Wenn ich, glaube ich, solo zocken würde, offstream oder so, wäre ich auch schon Level 30 oder so, keine Ahnung. 50, holy moly, alles klar. Jetzt geht er wieder weg. Und ist Endgame nur gut, ohne was zu spoilern? Kommt noch ein bisschen genug auf mich zu? Boah, Digga. Machen jetzt zu zweit mit der Julia. Oh ja? Okay, nice. Digga, was ist denn? Hallo? Oh, komm, wir machen mal erst den Sattel. Hallo? Nein. Hier. Warum brechen die ganze Zeit immer wieder ab? Kann ich die nicht nehmen und draufschmeißen, dass sie jetzt die ganze Zeit dran bleibt? Wenn ich die, glaube ich, auf den Handwerkstisch draufpatsche, bleibt sie die ganze Zeit da, ne? So, danke schön. Erhalten. Danke. Haben wir den schon drin? Ja. Und was mich interessiert, kann ich es machen, dass unsere Julia mal nicht draußen ist? Also wenn ich irgendwie fein jemanden fangen will, dass sie nicht die ganze Zeit ballert, wenn ich sie jetzt mitnehme? Da sind Statuspunkte. Na, noch kommt 10 Leben. 1500. Ah, die schlafen jetzt klar alle. Warte mal. Komm, wir gehen eine Runde schlafen und dann geht's los. Ach, wir müssen auch noch. Oh, müssen noch ein Ei reinmachen. Sagt doch einer was. Ganz vergessen. Extra die Kiste hier neben dran gebaut. Hier. Heißes Ei, saftig grünes Ei. Heißes, feuchtes. Okay. So, hier. Etwas heiß. Who cares? So, warte mal. Du jetzt hier. Bubbles. Bleib da an der Bank. Danke. Zuweisung zu hochwertige Werkbank erfolgreich. Aha. Also ich kann die zuweisen. Nice. Du machst das gut, Bubbles. Endlos Magen, by the way. Kann aber auch viel. Guck mal, kann Saat, kann Handwerk, kann Pflanzen, Holzfällen und Arznei. Boah, Digga. Komm, die holen wir einfach später ab. Easy. Dann tun wir das, die Nägel noch weg. Das hier weg. Und die Arm. Achso. Muss ich die, den Bauplan jetzt die ganze bei mir tragen? Weil wir die gerade machen? Komm, wir ziehen die durch. Weil nur mit dem Bauplan kann ich ja die seltener machen. Boah, ist das normal, dass sie so lang braucht? Digga, das sind ja 5 Minuten oder so. Und ich irgendwas zu trinken holen wollte, jetzt ist Zeit. Wenn es Marmorrest. Müssen wir auch noch töten und fangen. Aber Level 31 killt uns halt komplett. Hast du das kleine Dorf gefunden? Ich habe ein kleines Dorf gefunden, wo ein Händler drin ist und zwei Wachen oder sowas stehen. Oder zwei Händler und ein paar Wachen. So ungefähr mittig zwischen dem Stadtgebiet und dem hier. Is that right?
Deine Nähe gibt's den Fuchs. Okay. Hab ich's aber, wenn er sowieso gleich leveln. Boah, Digga, aber nicht mal die Hälfte. Was ist eigentlich das für ein Ding bei uns an der Seite? Ist unser Poldex oder was, das Dreieck? Guck mal, sie hat einen Dolch eigentlich am Gürtel, aber den kann er gar nicht nutzen. Was ist das noch am Beutel? Soll es so Section sein? Vorne sind noch Magazine. Ach, jetzt kommst du. Der Auftrag steht die ganze Zeit schon da, Digi. Guck mal, wie er abgeht jetzt mit dem Bären. Er geht, glaube ich, halt zwischendurch die ganze Zeit Holz fällen. Theoretisch müsste ihn dazu weisen die ganze Zeit. Haben wir noch Eisen, by the way? Nee, haben wir nichts mehr. Aber finde ich auch cool, dass man auch nebenher jetzt schon die ganze Zeit levelt, wenn die im Hintergrund die ganze Zeit craften und machen. Auch wenn es nicht viel ist, aber man macht die ganze Zeit. Und ich glaube, Essen haben wir doch... Oh. Genug? Ach, sehe ich gar nicht. Muss ich gleich mal gucken vorne in der Truhe. Ich glaube, wir haben bestimmt 700 Bären oder so. Ich glaube, verhungern werden die alle nicht. Aber wir können dann irgendwann auch noch die Weizenfelder machen, dann die Mühle mit dem Brot und so. Julia, komm mal her. Helf du mal. Ich habe das Gefühl, dass du damit schneller bist. Glaube ich. Aber der Paul schläft vor Stress ein. Lese ich glaube wieder rechts. Müssen wir denn diese... Dingser Wumms Bank da machen, dass wir den Leuten da besseres befehlen oder was? Sind die einfach zu hart am Arbeiten? Ist es so relevant, das Ding zu bauen? Oh, Powerschuss gelernt, okay. Ein Viertel noch. Nur noch eine halbe Stunde. Und wehe, die macht kein Damage. Viertelstück noch. Ist immer noch hungrig. Mit dem Ding kannst du sie noch härter arbeiten lassen, okay? Das heißt aber, dass sie halt einfach schneller kaputt sind. Können die davon irgendwie sterben, wenn wir die komplett stressen? Oder irgendwie weggehen von uns? Und das sind ja halt einfach nur mehr Game Over, dafür aber effizienter in der Arbeit. Wenn wir sie härter herantreiben. Die können durchdrehen. Oh no. Machen wir natürlich nicht. Sind gute Arbeitgeber. Bei uns gibt es 8,50 Euro die Stunde. 8 Bären 50. Komm, wir haben's gleich. Boah, Digga. Das erste, was die Ambrose gleich zu sehen kriegt, ist ein Lamball da draußen. Das hoffentlich so ein One-Shot wird und wehe, wenn nicht. Oder was weiß ich, was da draußen rumläuft. Irgendwas muss One-Shot werden. Julia, bisschen schneller. Nimm einen Energy Drink oder so. Ach, wir hätten ja sogar die eine Spritze machen können, ne? Damit sie schneller arbeitet, theoretisch. Das wäre eine Idee gewesen. Nur mal kurz für Interesse. Ja, hübsche Blume, oh, brauche ich mal 3. Okay. Doch, es gibt Pokémon-Drogen. Doch. Na komm. Yes. Tada. Ey, finally.
406 zu 40. What? Ah, den können wir sogar da lassen. Ich dachte, er braucht sich auf, aber anscheinend nicht. Wer will? Du. Tausendfünfhundert. What the hell? Komm her, Aru. Wirklich bei allen so? Machen wir so viel Damage jetzt? Das ist noch eins. Ich will mal kein Lamball. Lamball ist ein Opfer hier in Aiktir. Le Bude. Komm her. Bitch. 1850. Bitte was? Holy. Also wir sind jetzt strong, ja? Okay, wir können offiziell leveln gehen. Komm her. Hep. Und ab hoch. In der Zeit. Kann ich absteigen, please? Danke. In der Zeit, wie viele Bälle haben wir denn? 20. Okay, wir sammeln sowieso ein paar. Machen wir trotzdem... 90, mach mal 150 Pfeile, irgendjemand. Dann reparieren müssen wir irgendwas. Die Spitze. Will ich 40 Dinger machen? Nee. Nee. Nee, okay, wir gehen einfach los. Wir gehen level. So, jetzt haben wir den Nightwing, haben wir schon dabei. Der levelt mit. Ich guck grad nochmal. Zu Rope ist, glaube ich, schon strong, dass er auch. Boss ist. Das war ungeschickt. Was macht denn ungeschickt? Arbeitstempo, ja, okay. Who cares? So, wo bin ich denn letztes Mal leveln gegangen? Irgendwo die Richtung, glaube ich. Da war nämlich auch noch nicht. Schmetterlingswald. Ah, das sind, glaube ich, Level 20er. Gut, es sollte jetzt ein bisschen besser werden. Hier haben wir den Turm. Ich gehe mit der Gegend da oben nochmal gucken. Ja, 30 Euro finde ich auch nicht teuer. Finde ich okay. Ja. So, Paldium nehmen wir safe mit. Hallo? So, welche Richtung? Doch, hä? Die Richtung. Good night. Good night. Oh, wow, schon tot. Bevor ich über den Ball werfen konnte. Da unten. Ihr zwei. Capriti. Nicht wegrennen. Hey. Wow. Manchmal rennt er einfach komplett vorbei mit dem Stoß. Komm, schieß noch einmal, Julia. Thanks. Bleibst du drin? Nee. Komm. Bisschen fangen fürs Leveln. Julia, schieß nochmal drauf. Danke. 45 jetzt aber. Digga! Jetzt ist dead. Wow. Damage. Auch dead. Okay, never mind. Alle dead. Ist halt so. Oh, bleib da, Sparkit. Hep. Thanks. Komm, wenn ich schon ausrasten, stopp! Da kommt einfach schon der Feuersturm. Komm her, Aru. Komm her. Guck mal, 400 EP, ne? Für so einen scheiß Fang. Ach, Julia killt. Das meine ich. Kann ich jetzt abschalten, dass Julia direkt ballert? Muss ich aber das Halsband daheim lassen, ne? Wow. Ein bisschen rechts und dann hoch.
Palium. Okay, ich glaube, da drüben ist Easy-Gebiet, oder? Oh. Ein Panking? Wollen wir mal kurz ein Panking töten? Da oben wahrscheinlich. Hier sieht es auch noch bossig aus. Wobei, es jetzt eher aus... Was sollte man hier bauen? Eine Seele. So, komme ich hier hoch im Doppel? Hep. Oh ja, wow. Hier ist auch ein Porter. Porter. Na? Hallo? Gib doch mal... Hallo? Hallo? Jetzt, jetzt. Hallo? Jetzt. Gebt F. 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 Danke. Ist doch legendäre Viecher, ja. Anscheinend schon. Da, Portal. Sphäre des Eisvogels. Level 15 Boss. Let's go. Wow. Die Musik fehlt. Huch. Panking. 1500 ist ja gar nichts. Chill, Bro. Erstmal die Kleinen weg. Erstmal die Ads. Komm her. I need you. Wo ist er denn? Da ist er schon. Au! Ach, muss nachladen. Dead. Kann ich mal auf den Panking gehen? Hallo? Wo ist denn Aru? Aru ist gar nicht da. Nein! Au. Dead. Jetzt gehen sie drauf. Nice. Stirb. 84 nur. Oh. Aru ist eingefroren. Nein! Uff. Komm her, bleib draußen. Au! Julia, mach mal Damage. Mach mal kurz Damage. Das war kein Damage. Noch einmal Damage. Auf! Die trifft nicht. Nein! Oh Gott, mein Leben. Was macht er denn jetzt? Nein, komm her! Nein! Gewehr! Wow, ich habe gerade sein Leben noch gesehen. Guck mal, wie low. Wehe, Jula, du ballerst den jetzt weg. Ach, danke. Uff. Ist ein guter Läufer. Okay. Jetzt kommen wir hier wieder raus, oder was? Jupp. Jupp. Nice. Das heißt, wir haben sogar... Oh, zwei Antiktechnologie-Punkte. Kleiner Futterbeutel. Lohnen die sich, die kleinen Futterbeutel? Pollensafter. Damit kannst du Pauls derselben Spezies ein Konzentrat herstellen, um den Rang eines Exemplars zu erhöhen. Das heißt, das war das, um die Sterne zu kriegen. Was, aber was bringt denn ein Rang eines Exemplars? Werden die dann mehr HP, mehr Damage und so weiter, das Typische? Also den halt auf jeden Fall, ne? Aber damit kannst du Pauls aus selben Spezies ein Konzentrat herstellen. Bessere Stats? Okay. Rendiert sich die Enterhakenpistole, Ultima? Nutzt man die überhaupt? So, Aru. Okay, da haben wir hier relativ alles. Das heißt, wir gehen jetzt da hoch. Hab's sie nie benutzt, ja, okay, dachte ich mir. Dachte ich mir. Oh, ey! So die Jack oder was? Mehr. Oh, jetzt hab ich. Nein, ich hab eine Megasphäre benutzt. Ja, die richtigen benutzt. Weh, du bleibst da drin. Danke. Tanzi. Komm her. Ja, komm her. Führerin, let's go.
Jo, wie ausrastet dein... Guck mal, der Hund ernährt sich wieder von denen. Komm her. Ach, ich kann dich ja gar nicht reiten. Aber dich kann ich jetzt reiten. Hey. Verbrauchen wir Ausdauer, wenn wir stehen? Nee, nur wenn wir abheben. Ach, krass. Luftkanone, Windschneider, Wirbelsturm. Hä, cool. Okay, irgendwo... Wie lande ich denn? Ah, Control. Jetzt komme ich runter. Okay, verstanden. Aha. Nice. Oh, jetzt mit Fliegen ist natürlich noch geiler. Darüber ist noch ein Grüni. So, gehen wir mal hier leveln. Das sollte gut sein. Cindy, ja. Flobby, 16er. Pick. Ich will aber Azur. Komm her. Gib Gummi. Nicht töten. Cinnamon. Haben wir, glaube ich, auch noch keine, oder? Richtig? Oder eine oder so. Komm her. Ich habe schon wieder die falsche Sphäre, Digga. Oh, was bist du denn? Ein Robin. Hey. Komm her. Robin Quill. Komm her. Hey, du bist ja immer noch da. Mann, jetzt ist schon wieder dead, Digga. Machen einfach so viel Damage. Komm her. Oh, Azur ist tot. Digga, wie viel Damage macht er denn? Pyrin. Let's go. Julia, kannst du mal mit drauf gehen? Den hol ich mir. Pyrin ist auch schon wieder fast dead. Au. Komm her. Boah, 4%. Scheiß drauf, Giga. Komm. Komm. Nice. Lebt im Wald von der Jagd und ähnelt dem Menschen in seiner Natur. Wenn dieser Paul wie angenommen wird, was ein entfernter Verwandter des Menschen ist, könnte das helfen zu verstehen, was Pauls sind. Cool. Robin Quill. Okay, Aru ist noch da. Gelclaw. Dann komm du mal raus, lieber. Was geht, Danny? Was macht er denn jetzt? Du sollst kein... Digga, du sollst keinen Baum fällen. Komm her. Komm her. Er fällt erstmal Bäume. Hat er richtig Bock drauf. Na, renn schon weg da hinten. Macht Bock, Digga. Mega Bock. Rennt jetzt auf jeden Fall. Ich hab gedacht, du zockst es schon. Also ultra, ultra geil. Mir macht's richtig, richtig Bock. Hätte sogar fast off-stream gezockt, weil es so viel Bock macht. Oder also viel, viel, viel mehr. Oh, falsche Sphäre. Komm her. Bleib drin. Komm. Bleib drin. Wir haben noch 9 Stück. Jetzt bleib doch drin. Bleib doch. Du sollst drin bleiben. Na komm. Danke, komm. Na danke. Die Stacheln dieses Pauls sind giftig. Kann Cinnamon gut leiden und schaut nur dann fröhlich, wenn diese zum Nektar sammeln kommt. Okay, Cinnamon. Für deine Freundin. Oh, komm her. 13%. Was ist denn? Warum sind die denn alle so strong, ey? Komm. Ich muss Sphären sammeln. Digga, ich hab alles verschmissen. Leck mir im Arsch. Das heißt, dann gehen wir einfach mal ganz kurz. Scheiß mal auf das Cinnamon da hinten. Komm her. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Und gehen ein klein bisschen Lois farmen. Und Sphären sammeln, glaube ich. Was wir halt finden. Thanks.
So. Fanggeschick bei der Statue verbessern. Ich mal gucken, ja, wie viel wir können. Oder ob wir schon wieder können. Moment. Dafür gehen wir mal sowieso zurück. Das King, Dingsybumsi, King Packer müssen wir auch noch machen. Das war das Level 23. Okay, zu Rob rein. Nehmen wir Gigabali mit. Oder wir nehmen mit. Vielleicht ein Wandwürm? Strong. Aschassin ist noch strong. Selbst. Also Toko Toko, ne. Selbstzerstörung. Ich dachte gerade, was macht 180 Damage. Ich würde gerne einen Blitzy mitnehmen. Nehmen wir mal ein Sparkit mit. Das ist ein Level 6, ne? Level 4. Das Level die hat auch. Übrigens Robin Quill mit. Testen wir den mal. Oh, der hat zwei Handwerk. Finally. 321, okay, Robin Quill. Komm mit. Was macht er denn? Ah, er will Feuer erzeugen da hinten. Ich mach's für dich. Du kannst hier weggehen. Danke. Ja, wir brauchen noch. Wir haben 10 von 11. Okay. Dafür. Okay, das Bauteil und so, das war auch ganz kurz da. Das da, das da, das da. Das rüber. Jetzt haben wir Eisrüsen, shit. Dann schiebe ich jetzt einfach mal hier rüber. Ist da noch Platz für das? Der Saft dahin. Ja, ich schiebe die kurz hier rein, warte. So. Muss ich irgendwann wieder offstream sortieren. Panking, ach stimmt, den haben wir ja auch noch. Hier. Oh, der kann auch zwei Handwerk und zwei ab. Lol, Digga, wie viel kann er denn? Und was macht denn mal guter Läufer? Bewegungstempo um 20%. Nice. Oh, Robin Quill? Ja, gut. Komm mit dem Panking mit. Okay. Pfeilis her. Muss noch ein bisschen was zu essen machen, by the way. Ja. Wenn ich zurückkomme, sind die fertig. Muss noch schlafen. Hallo Paisi. Oh, ist schon fertig. Ja gut, weil es kein besonderes Ei ist, ne? Was kriegen wir? Ein Celeray. Haben wir noch gar nicht gehabt. Upsi. Dann gewöhnliches Ei. Scheiß drauf, einfach rein. Du-du-du-du. Noch 6 Minuten, ja easy. Wir brauchen ein paar besondere. Die Fuchse buddeln dir an der Farm Sphären, Pfeile und Geld aus. Ach cool. Aber er rastet komplett aus, Tanro. Panking? Hey. Wir brauchen halt nach und nach müssen wir die Leute mal aussortieren gegen bessere. Und halt dann umbenennen. So, wo gehen wir jetzt am besten leveln? Sind wir schon fertig? Ein Elva. Fanglope und Cherry Aqua. Oh, Level 30. Beacon. Quivern. Drache. Da haben wir noch kein Ding. Vielleicht gehen wir einfach mal hier ein bisschen noch erkunden. Und gucken mal, was abgeht. Nehmen wir, was wir können. Und ist eine Base. Aber wir sind hier, aber mal dann gehen wir. Na, die Richtung, ja. So. Ja, ist halt noch cool, wenn wir, glaube ich, halt so Höhen überbrücken müssen. Aber ansonsten ist es relativ slow. Das ist ein Ei, aber ein komisches. Was, Lager kaputt machen? Was sind die denn für ein Level? 19, naja, soll man schon packen. Komm. Panking! Let's go! Kühner Meeresbezwinger. Hätte ich gucken müssen, was er macht.
Mal mit hüpft. Hüp. Hey. Wie geht's, Grimmis? Oh, der Dicke. Oh, Digga, wie viel Leben hat der? Yep. Beneid. Holy. Holy. Oh, der Skelett. Warte. Pyrin, geh du ran. Alter. Holy moly. Muss ein bisschen um die Ecke stellen. Oh, mit dem Nachladen. Hallo. Danke. Komm, komm, komm. Komm zurück, Pyrin. Wir nehmen Aru ganz kurz. Dass sie sich nach und nach heilen, dass jetzt keiner stirbt. Digga, jetzt läufst du mir ins Feuer rein. Aro, kill ihn. Ich wollte ihn eigentlich mitnehmen. Danke. Gigasphäre. Was ist denn hier immer noch? Hier ist noch ein... Oh, hi. Du lebst ja auch noch. Kill ihn. Leben hat er. Was ist denn hier im Happening? Jetzt Aru. Lauf mal schon wieder rein. Danke. Okay. Chill. Hast du Angst, ne? Wir befreien dich, kein Problem. Wie viel EP kriegen wir dafür? Gar nichts. Ah doch, 400. Immerhin. Thanks. Wir müssen noch kleine Kisten eigentlich spawnen oder so. Was? Das wäre auch noch cool. Das ist ein Teleporter. Uli Aru. Diese Richtung, komm her. Hallo. Da ist er. Grimmis. Take this. Okay, die Boys, da machen wir auch noch. Take this. Oh, und der getroffen. Jetzt getroffen. Take this. Hier würde ich mitnehmen, nehme ich ja mit. Ciao. Da ist noch ein Kevin in Wildes. Oh, der hat ein paar Fan. Die wollte ich auch noch machen. Aber es ist doch safe in der Legende, die eigentlich so zu suchen, anstatt die ganze Zeit irgendwie zu craften, oder? Beziehungsweise müssen halt. Holy moly, geht schon wieder ab. Ah, das ist die Megasphäre. Hallo Blood Section. Dead. So. Dead. Komm. Gut. Sollen wir nochmal. Sollen wir nochmal reingehen? Könnten wir halt, ne? Ja, ist schon wenig Damage. Alter, trifft nicht. Warte mal. Komm, komm, komm. Das ist ein bisschen doof, ne? Au. Wobei, the best way to level ist halt, wenn wir Pearls farmen, oder? Komm her, wir nehmen dich mit. 2%, okay. Benight. Komm her, raste da unten allein an Aru. Komm her. Ganz ruhig. Bis unsere Rüstung ist auch noch am Arsch. Pyrin ist wieder ready. Let's go! Au, oh, komm,
mein Leben. Oh Gott, 15 Leben, oh Gott. Ciao. Komm zurück. Ja, den Big Boy mal fangen. Ja, ich glaube, da brauchen wir auch schon eine Gigasphäre. Oh, oh. Das ist nicht nachladen. Danke. Julia backt im Stein da hinten. Da müssen wir jetzt ganz kurz raggen. Ja, treffen wir gar nicht. Komm her. Guck, der rastet immer noch auf uns aus. Aru. Warum kann ich manchmal nicht reiten? Ach, weil er zu hungrig ist. Ach, Digga. Chill. Digga, was macht er denn? Aru, chill. Digga, jetzt rennt er wieder vorne rein. Warte mal. Mehr. Danke. Holy, ey. Krieg schon ganz schön viel Damage, ne? Aber es liegt halt mit Luna daran, dass wir auch keine Rüstung, glaube ich, mehr anhaben, ne? Die Verteidigung ist halt am Bobbes. Manisha Teleporter? Hier links. Da. Digga, wie weit rennen die denn?